Hallo zusammen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich mal einen etwas anderen Yoga-Flow vorbereitet. Ich nenne ihn Shine the Brightest im Lockdown mit ganz vielen Asanas, die uns richtig schön groß machen, wo wir uns weit öffnen können, weit öffnen all dem, was uns so im Leben vor die Füße geschmissen wird. Der Flow ist eher ein Mittelstufenflow. Wenn du Yoga-Einsteiger bist, bist du aber natürlich auch herzlich eingeladen, ihn mal auszuprobieren. Ich gebe auch hin und wieder ein paar Alternativübungen an. An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an meine allerersten Abonnenten. Ihr seid spitze. Macht weiter so, ich freue mich total. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das doch gerade. Dann verpasst du auch keine neuen Videos mehr von mir. Als Hilfsmittel benötigst du heute maximal eine zusammengerollte Decke und ansonsten wie immer bequeme Kleidung, eine gute Unterlage und dann würde ich sagen, starten wir. Ganz viel Spaß! Wir starten im Schneidersitz. Richte deine Wirbelsäule gerade nach oben auf und mach dich ganz groß. Optional kannst du dir gerne eine zusammengerollte Decke unter dein Gesäß legen. Schließe für einen kurzen Moment deine Augen und lass dich ganz auf deine heutige Yoga-Praxis ein. Beobachte einmal deinen Atem, wie er fließt, noch ohne Kontrolle übernehmen zu wollen. Dann fang langsam an, zu einem ruhigen, kontrollierten Atem überzugehen. Mit jedem Einatmen spür, wie dein Bauch sich nach außen wölbt. Und atme aus, lass alles Alte, Verbrauchte gehen. Atme ein, füll deine Lungen mit neuer Energie. Und aus, lass alles Alte gehen. Noch einmal so, atme tief ein und genüsslich durch den Mund aus. Ausgezeichnet. Öffne deine Augen und lass uns beginnen. Atme ein, heb beide Hände nach oben über den Kopf und aus, dreh dich zur rechten Seite auf. Deine linke Hand stützt auf deinem linken Oberschenkel und die rechte ist hinter dir am Boden. Atme ein, heb deine rechte Hand gerade nach oben, die linke bleibt auf deinem Oberschenkel. Und aus, lehn dich zur linken Seite rüber. Spür die Öffnung auf deiner rechten Körperhälfte und mach dich groß. Mit dem nächsten Einatmen komm zurück zur Mitte und löst die Arme. Nun die andere Seite. Atme ein, heb deine Hände weit nach oben und aus, öffne dich auf deine linke Seite. Nun liegt die rechte Hand auf deinem linken Oberschenkel und deine linke ist hinter dir am Boden. Schaffe mit jedem Einatmen ganz viel Länge in deinem Rücken. Und probier mit jedem Ausatmen noch ein Stückchen tiefer in die Verfringung zu kommen. Dann atme ein, heb deinen linken Arm hoch über deinen Kopf und aus, lehn dich ganz sanft zur rechten Seite rüber. Stell dir vor, wie deine Schultern hier übereinander gestapelt sind und sich deine ganze positive Energie ganz frei entfalten kann. Mit dem nächsten Einatmen löse auf, komm zurück zur Mitte und dann nimm deine Hände auf deine Schultern und fang an, große Kreise mit deinen Ellenbogen zu zeichnen. Lass die Bewegung richtig mit deinem Atem fließen. Zum Beispiel so. Atme ein, öffne die Brust, zieh die Ellenbogen nach hinten und atme aus, bring deine Ellenbogen vor dir zusammen. Einatmen, öffne dich
Und ausatmen, komm wieder vorne zusammen. Noch einmal so. Einatmen, mach dich ganz groß. Und aus, komm vorne wieder zusammen. Nun das Ganze in die andere Richtung. Fließ hier mit deinem eigenen Atem und fühl es. Löse nun wieder auf, bring deine Hände hinter deinem Rücken zusammen und zieh die Hände nach unten. Schieb deine Brust weit nach vorne raus, öffne dein Herz. Nimm ein paar tiefe und genüssliche Atemzüge hier. Atme noch einmal tief ein. Und mit dem Ausatmen beug dich mit deinem Oberkörper nach vorne über und stell dir vor, wie du deine Hände über den Kopf ziehen kannst. Ganz genau. Zieh dich mit deinem nächsten Einatmen wieder langsam nach oben zurück, löse die Verschränkung in deinen Händen und komm in den Vierfüßler. Heb nun dein rechtes Bein gestreckt nach oben, stabilisier dein Becken. Nimm den linken Arm mit dazu und spann den Bauch ganz fest an. Atme ein, bring Knie und Ellenbogen unter deinem Bauch zusammen. Und aus, streck dich ganz lang aus. Noch zweimal so. Atme ein, komm ganz weit unter dir zusammen. Und aus, mach dich so lang, wie du kannst. Letztes Mal, einatmen, bring Knie und Ellenbogen unter dir zusammen, halte kurz und atme aus, streck dich noch ein bisschen länger. Komm mit dem nächsten Einatmen wieder zurück in den neutralen Vierfüßler. Nun die andere Seite. Heb zunächst dein linkes Bein gestreckt nach hinten. Und dann nimm deinen rechten Arm nach vorne dazu. Halte kurz. Dann atme ein, mach dich ganz rund, bring Knie und Ellenbogen zusammen. Und aus, streck dich wieder aus. Einatmen, komm unter dir zusammen. Und aus, streck dein Bein und deinen Arm, bleib stabil in deiner Körpermitte. Letztes Mal. Atme ein, komm ganz klein unter dir zusammen und dann wieder aus. Streck dich noch einmal in deine maximale Länge. Mit dem nächsten Einatmen komm zurück in den neutralen Vierfüßler. Stell nun deine Füße gestreckt hinter dir auf und komm in den Yoga-Liegestütz und halte. Und dann drück dich von hier in deinen ersten herabschauenden Hund. Lass ihn laufen. Heb die Fersen im Wechsel auf und ab. Walk the dog. Bring die Fersen immer weiter Richtung Boden. Streck den Rücken in die Länge und press aktiv mit deinen Händen in den Boden. Jawohl. Dann senk deine Knie nochmal zu Boden ab und richte den Oberkörper auf, komm in den Fersensitz und von hier über eine Seite auf deine vier Buchstaben. Stell deine Füße nun etwas weiter vor dir auf, bring deine Hände unter die Schultern, die Fingerspitzen zeigen zu den Füßen. Jetzt atme ein und heb dein Becken so hoch du kannst. Probier eine gerade Linie mit deinem Oberkörper und Schenkeln zu bilden. Halte kurz, spann den Hintern an und lass dich langsam wieder sinken. Noch einmal, atme ein, heb dein Becken vielleicht noch ein Stückchen höher als eben und halte. Schieb deine Brust richtig weit nach oben, lass den Kopf gerne neutral
Und dann komm ganz langsam wieder zurück zum Boden. Wunderbar. Komm nun wieder über eine Seite zurück in den Vierfüßler und drück dich noch einmal in den herabschauenden Hund. Bleibe für 3 Atemzüge. Und dann lauf mit ganz vielen kleinen Schritten nach vorne. Und wenn du dort angekommen bist, roll dich Wirbel für Wirbel hoch in den aufrechten Stand. Nimm dir hier jetzt einen kurzen Moment Zeit. Locker nochmal deine Schultern. Und dann dreh deine Handflächen nach vorne und komm in Tadasana, in die Berghaltung. Wir fließen nun durch 2 Runden einer Sonnengrußvariante. Atme ein, heb die Hände, lehn dich leicht nach hinten zurück. Atme aus, komm in die ganze Vorwärtsbeuge. Ein, mach mit rechts einen Schritt zurück, erde dein rechtes Knie und Fußrücken. Halte den Atem und stell den linken Fuß zurück, schiefe Ebene. Ausatmen, leg den Oberkörper über Knie und Brust ab. Einatmen, heb die Brust, kleine Kobra. Und aus, schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Achtung, nächste Einatmung, rechts Schritt nach vorn, linkes Knie erden. Aus, stell den linken Fuß zum rechten, ganze Vorbeuge. Ein, richte dich auf, heb die Arme über beide Seiten nach oben und aus, bring die Hände vors Herz. Andere Seite. Atme ein, heb die Arme, lehn dich leicht zurück. Atme aus, komm in die ganze Vorbeuge. Ein, mach mit links den Schritt zurück, linkes Knie erden, Blick heben. Atem halten, rechten Fuß zum linken, schiefe Ebene. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn am Boden ablegen. Ein, heb den Oberkörper, kleine Kobra. Aus, schieb dich zurück, herabschauender Hund. Nächste Einatmung, links Schritt nach vorn, rechtes Knie erden. Aus, stell den rechten Fuß zum linken, ganze Vorbeuge. Ein, richte dich auf, Arme über beide Seiten heben und aus, bring die Hände vors Herz. Das war eine vollständige Runde. Wir machen noch eine davon. Atme ein, heb die Hände nach oben, leichte Rückbeuge und aus, tauch ab, ganze Vorbeuge. Ein, rechts Schritt zurück, Knie erden, Atem halten. Linker Fuß dazu, schiefe Ebene. Ausatmen, senk über Knie an den Boden ab. Ein, schlängel dich hoch, kleine Kobra. Aus, schieb dich zurück, herabschauender Hund. Ein, rechts Schritt nach vorn, linkes Knie erden. Aus, stell den linken Fuß zum rechten, ganze Vorbeuge. Ein, richte dich auf, heb die Arme über beide Seiten nach oben und aus, Hände vors Herz. Atme ein, heb die Arme leicht zurück, atme aus, tauch ab, ganze Vorbeuge. Ein, links Schritt zurück, linkes Knie erden, Atem halten, rechten Fuß zurück, schiefe Ebene. Aus, Knie, Brust und Stirn am Boden ablegen. Einatmen, heb den Oberkörper, kleine Kobra. Und aus, schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Nächste Einatmung, links Schritt nach vorn, rechtes Knie erden.
Aus rechten Fuß zum linken, ganze Vorbeuge. Einatmen, richte dich auf, Arme über beide Seiten heben. Und aus, Hände vors Herz. Wunderbar. Wir machen direkt weiter mit einem recht intensiven Balanceteil. Viel Spaß. Verlagere dein Gewicht auf dein linkes Bein und komm in den Baum. Entweder mit deinem rechten Fuß an der Innenseite deiner Wade oder direkt an der Innenseite von deinem linken Oberschenkel. Halte hier für ein paar Atemzüge und finde die Balance. Dann schnapp dir deinen rechten Fuß und leg ihn auf deinem Oberschenkel ab, als würdest du dich in den Lotus setzen wollen. Sollte dir das Schmerzen im Knie bereiten, bleib einfach im Baum. Löse die Hände und probier mal, dich ein bisschen mit deinem Oberkörper nach vorne zu lehnen. Prima. Entweder du bleibst hier oder probier mal, mit deinen Händen an den Boden zu kommen und dein Standbein zu strecken. Jawohl. Richte dich nun langsam wieder auf, löse dein Bein und greife direkt deine rechte Ferse und dehne den vorderen Oberschenkel. Strecke den linken Arm nach oben aus und dann fang an, dich Schritt für Schritt nach vorne zu lehnen für den Tänzer, für Natarajasana. Pressiere aktiv mit deinem Fuß in deine Hand und umgekehrt, bau richtig Gegenspannung auf. Löse nun ganz achtsam wieder auf, stell den rechten Fuß lang hinter dir ab und komm in den zweiten Krieger. Halte kurz hier und verschnaufe und schenk dir gerne mal ein Lächeln zwischendurch. Atme ein, kurbel dich windmühlenartig nach unten, schiefe Ebene, halte kurz. Achtung, dreh dich nun auf deine linke Seite in den Seitstütz und dann stell von hier den rechten Fuß hinter dir am Boden auf für Wild Thing. Schieb deine Brust und deine Hüfte nach oben, öffne dein Herz und strahl all deine gute Energie nach außen ab. Ja, genau. Komm nun langsam über den Seitstütz zurück in die schiefe Ebene und von hier in den herabschauenden Hund. Halte für 3 Atemzüge. Senke nun deine Unterarme zum Boden ab und komm in den Delfin. Schieb deinen Kopf aktiv zwischen deinen Armen durch und schieb dein Steißbein weit nach oben raus. Halte noch kurz hier. Und dann atme ein, drück dich wieder hoch in den herabschauenden Hund. Nimm einen ganzen Atemzug hier. Mit dem nächsten Einatmen steig zwischen deine Hände, mach den Rücken lang, halbe Vorbeuge und aus, ganze Vorbeuge. Atme ein, heb die Hände über die Seite nach oben und aus, Hände vors Herz. Wow! Spür für einen kurzen Moment hier nach, bevor wir die andere Seite machen. So. Weiter geht's. Verlagere dein Gewicht nun auf dein rechtes Bein und zieh deinen linken Fuß an für die Variante des Baums. Halte kurz hier, finde Stabilität und Balance. Dann umgreife deinen linken Fuß und leg ihn auf deinem Oberschenkel ab. Nimm die Hände vor dein Herz. Verlagere nun dein Gewicht mit dem Oberkörper nach vorne, beug dein Standbein,
für eine angenehme Dehnung in deiner Po-Außenseite. Achtung, senke nun deine Hände runter zum Boden und strecke dein Standbein so weit wie möglich. Das kann sich auf dieser Seite ganz anders anfühlen wie auf der anderen, das ist völlig in Ordnung. Richte dich langsam auf, löse den Fuß, greif deine linke Ferse und dehne den vorderen Oberschenkel. Atme ein, heb deinen rechten Arm gerade nach oben und mit dem Ausatmen beug dich vornüber so weit wie du kannst für den Tänzer. Auch hier baue aktiv Druck und Gegendruck auf und strahle so viel du kannst. Löse nun langsam wieder auf und mache einen großen Ausfallschritt nach hinten für den Krieger 2. Nimm dir wieder ein paar Momente Zeit, eine aktive Pause nach diesen intensiven Balancen. Bereit? Dann schwing dich windmühlenartig nach unten, schiefe Ebene, halte kurz. Atme ein, öffne dich nun auf deine rechte Seite für den Seitstütz, halte den Atem. Und mit dem Ausatmen stell deinen linken Fuß hinter dir ab und komm in Wild Thing hier. Jawohl. Schieb auch hier deine Brust wieder so weit raus, wie du kannst. Zeig, was du hast und scheine der Welt entgegen. Fantastisch. Löse nun wieder auf. Komm über den Seitstütz vorsichtig zurück in die schiefe Ebene. Und von hier mit einem genüsslichen Ausatmen in den herabschauenden Hund. Bleibe für 3 Atemzüge hier. Und dann senk deine Unterarme zum Boden und komm in den Delfin. Shishu Marasana. Wenn deine Fersen hier vom Boden abheben, gar kein Problem. Stell dir einfach vor, wie sie immer weiter nach unten kommen und irgendwann sind sie dann da. Das ist auch eine sehr gute Asana, um die Kraft in den Armen und in der Schultermuskulatur zu trainieren. Wie auch beim herabschauenden Hund, schieb dein Steißbein nach oben und mach den Rücken lang. Und ganz wichtig, lächeln. Gut, dann komm noch einmal in den herabschauenden Hund und steig oder spring zwischen deine Hände, mach den Rücken lang. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, Hände über die Seite nach oben und aus, Hände vors Herz. Großartig. Nimm dir auch hier Zeit, für einen kurzen Moment nachzuspüren. Und weiter geht's. Atme ein, heb die Hände nach oben und aus, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge und aus, steig oder spring zurück, schiefe Ebene. Einatmen hier und aus, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund und ausatmen, herabschauender Hund. Achtung, atme ein, heb dein rechtes Bein nach oben, dreibeiniger Hund. Aus, rechtes Knie zum rechten Ellenbogen. Einatmen, komm zurück in den dreibeinigen Hund. Und aus, Knie zum linken Ellenbogen. Einatmen, dreibeiniger Hund. Und aus, Knie zur Nasenspitze. Einatmen, noch einmal dreibeiniger Hund und aus, stell deinen rechten Fuß zwischen den Händen ab, erde dein linkes Knie und Fußrücken, Low Lunge. Heb den Blick und gib dir hier einen kurzen Moment, um eine gute Position zu finden.
Dann atme ein, heb die Hände über die Seite nach oben und aus. Lass dich noch ein Stückchen tiefer sinken. Schieb deine Brust nach vorne und strahle, was das Zeug hält. Schenk dir wieder mal ein wohlverdientes Lächeln. Bring nun deine Hände wieder zurück zum Boden und komm mit deinem rechten Fuß an die Außenseite deiner Matte und stell ihn so 45 Grad auf. Heb nun deine rechte Hand vom Boden und drück dein rechtes Knie noch ein Stückchen weiter nach außen. Öffne dich mit deinem gesamten Oberkörper und nimm diese intensive Öffnung in deiner Hüfte und den Leisten wahr. Sehr schön. Bring nun beide Hände zurück zum Boden, lauf deinen Fuß wieder zurück zur Mitte und komm in den dreibeinigen Hund. Atme aus, senk das Bein, herabschauender Hund. Bring nun die Knie Richtung Boden, tauch ab und ruhe für ein paar Atemzüge in der Haltung des Kindes. Pausen im Yoga sind wichtig, um das Ganze auf sich wirken lassen zu können. Erlaube dir, dein ganzes Körpergewicht an den Boden abzugeben. Richte dich nun wieder auf in den Vierfüßler und direkt in den herabschauenden Hund. Andere Seite. Atme ein, heb dein linkes Bein, dreibeiniger Hund. Aus, Knie zum linken Ellenbogen. Einatmen, dreibeiniger Hund. Und aus, Knie zum rechten Ellenbogen. Einatmen, dreibeiniger Hund. Und aus, Knie zur Nasenspitze. Probier wirklich, sie zu erreichen. Einatmen, dreibeiniger Hund. Und ausatmen, bring den Fuß zwischen deine Hände. Richte deinen Oberkörper auf, mach dich groß und finde eine gute Position. Dann atme ein, heb die Hände über die Seite nach oben, komm noch etwas tiefer in den Low Lunge und atme weiter. Mit dem nächsten Ausatmen bring die Hände zurück zum Boden. Wandere nun deinen linken Fuß an die Außenseite deiner Matte und stell ihn 45 Grad auf und schieb dein Knie mit deiner linken Hand noch ein Stückchen weiter nach außen. Dreh den Oberkörper mit. Herrlich. Löse langsam auf, bring deinen Fuß zurück zur Mitte und schieb dich noch einmal in den dreibeinigen Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Lass deine Knie nun wieder auf den Boden sinken und komme für einen kurzen Moment in den Fersensitz. Schließe die Augen und werde dir bewusst, was du schon alles geschafft hast heute. Richte dich gerade auf in deiner Wirbelsäule und konzentriere dich ganz auf deinen Atem. Öffne nun ganz sanft wieder deine Augen und begib dich in den Krätschsitz. Atme ein, heb die Hände über die Seite nach oben und aus, lehn dich rüber zur rechten Seite. Behalte hier deine Schultern übereinander gestapelt und geh nur so weit, wie es sich für dich gut anfühlt.
und halte. Dann atme ein, komm zurück zur Mitte und aus, lehn dich rüber nach links. Mach dich auch hier wieder groß und öffne deine gesamte Vorderseite. Atme ein, komm wieder in die Mitte und aus, lehn dich nach vorne. Kreier mit jedem Einatmen ganz viel Länge und mit jedem Ausatmen kommst du noch ein bisschen weiter nach vorne. Sehr gut. Löse auf, komm wieder nach oben, greif mit den Händen unter die Knie und bring die Beine zusammen. Stell sie circa eine Schienbeinlänge breit auseinander und lass die Knie ganz locker von rechts nach links baumeln. Dann überkreuz deine Beine etwas weiter weg von dir und lehn dich vornüber und spür für einen kurzen Moment nach. Lass den Kopf hängen und jetzt kannst du deinen Rücken auch ganz rund machen und dich einfach nur entspannen und in dich hineinfühlen, wie es dir geht und was sich über die Praxis verändert hat. Dann richte dich wieder auf, greif mit den Händen unter die Knie und lass dich Wirbel für Wirbel nach unten sinken. Für das Nadelöhr stell dein linkes Bein auf und stell den rechten Fuß auf deinem Oberschenkel ab. Zieh die Zehen von deinem rechten Fuß an, um dein Knie zu schützen. Dann greif deinen linken Oberschenkel und zieh die Beine ganz dicht zu dir heran. Spür die angenehme Dehnung in deiner Hüfte. Du möchtest tendenziell dein rechtes Knie mehr von dir wegdrücken und dein linkes zu dir heranziehen. Lass deine Beine genauso, wie sie sind und lass sie ganz gemächlich auf die linke Seite sinken.
Dies ist eine Variation der liegenden Drehung und schafft nochmal etwas mehr Raum in der Hüfte und in deinem unteren Rücken. Komm hier ruhig schon ganz zur Ruhe, lass deine Augen geschlossen. Dann löse nun ganz sanft wieder auf und dann wechsel die Seite. Achte jetzt darauf, dass du deinen linken Fuß aktivierst und dass dein gesamter Rücken am Boden aufliegt, während du deine Beine zu deiner Brust ziehst. Atme ganz ruhig und entspannt und komm zur Ruhe. Bring nun die Beine auf deine rechte Seite für die liegende Drehung hier. Genieß es. Komm wieder zurück zur Mitte, löse die Verschränkung in den Beinen und begib dich in Rückenlage. Streck dich noch einmal ganz groß in die Länge und dann richte dich ein für dein Shavasana, für deine Endentspannung. Deck dich gerne zu, zieh dir was an, leg dir was unter die Knie, mach es dir wirklich bequem. Und nimm dir auch wirklich die Zeit, hier in Ruhe nur für dich mit deiner Praxis abzuschließen. Ich hole dich dann in 5 Minuten wieder zurück.
Fang langsam an, mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück zu dir in den Raum zu kommen. Mach ganz kleine kreisende Bewegungen mit deinen Fingern und mit deinen Zehen. Und dann werd langsam größer. Fang an, deine Handgelenke und deine Fußgelenke zu drehen. Und dann streck dich, mach dich ganz lang. Mach das, wonach dir jetzt ist. Gehen auch ganz genüsslich. Zieh auch mal die Knie an. Schau mal, wonach dir ist. Dann lehn dich noch einmal auf eine Seite, leg dich auf eine Seite ab, deine Lieblingsseite, und bleib da für einen kurzen Moment liegen. Wenn du dann soweit bist, dann stütz dich langsam wieder zurück in einen aufrechten Sitz. Aber lass die Augen noch für einen kurzen Moment geschlossen. Speicher dir deine gesamte gute Energie, die du jetzt gesammelt hast, und gib sie weiter an deine Familie und an deine Freunde. Und denk dran, wenn die Stimmung mal sinkt, erinnere dich an all das, was du gut kannst und schon geschafft hast. Sei gütig und liebevoll mit dir. Bis zum nächsten Mal. Namaste.